Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 7 und dem Thema Die drei Wege zu deinem Traumpartner. Hallo, hier ist Damian und ich freue mich heute mit diesem besonderen Thema rund um deinen Traumpartner. Wir haben so viele Anfragen zu diesem Thema gekriegt per E-Mail, per WhatsApp, per Kommentare auf unserer Fanpage und deswegen steigen wir gleich ein. Es geht um drei konkrete Tipps, wie du deinen Traumpartner sozusagen magisch in dein Leben ziehst, und wir fangen auch gleich an. Tipp Nummer 1 ist: Sei ein Gefäß voller Liebe. Was ich damit meine? Selbstliebe. Wie ist es denn für dich? Wen magst du denn mehr da draußen? Wer leuchtet mehr aus der Masse der grauen Personen heraus? Die, die sich selber so richtig mögen, die voller Energie sind, die selbstbewusst sind? Oder die, die die Opfer, die Nörgler, die Beklager sind? Sozusagen die, die das Hühnchen klein im Leben spielen. Willst du die an deiner Seite haben? Ja oder nein? Und genauso ist es mit dir auch. Sei du also die Person, die sich selber richtig liebt, und zwar so, dass dein Gefäß der Selbstliebe richtig voll ist und es aus deinem Gefäß über den Rand hinaus ins Leben eines anderen hineinschwappen kann. Sei du also ein Magnet für Inspiration, für Energie, jemanden, den andere Menschen gerne an seiner Seite haben möchten. Ist das eine gute Idee, ja oder ja? Also arbeite dran. Das ist Nummer 1, liebe dich selbst. Nummer 2 ist: Die meisten Menschen wissen ganz genau, was sie nicht wollen. Sie wissen also, sie wollen nicht mehr alleine sein, und sie wissen auch, was sie an anderen Partnern nicht mögen. Und genau das ist das Problem. Genau das entfernt sie nämlich davon, diese traumhafte, außergewöhnliche Beziehung führen zu können und den richtigen Partner ins Leben zu ziehen. Und wie kannst du das ändern? Ganz einfach. Stell dir die Frage: Wie will ich geliebt werden? Von wem will ich geliebt werden? Auf welche Weise will ich geliebt werden? Wer soll neben mir morgens aufwachen? Wie soll diese Person aussehen? Wie soll diese Person dir ihre Liebe zeigen? Auf körperlicher Ebene, vielleicht mit Worten, mit Gesten, mit Geschenken, mit Überraschungen. Mach dir ein Bild, ein genaues Bild von deiner Traumpartnerschaft. Mach sozusagen den idealen Tag in deinem Leben, indem du diese Liebe, diese Partnerschaft auf ideale Art und Weise darstellst. Dann wird es magisch. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn du voller Selbstliebe bist. Das ist Schritt Nummer 1. Und zweitens ganz genau weißt, wie du geliebt werden willst. Und da gehört natürlich auch das Sexuelle dazu, das Körperliche, der ganze Austausch, die ganze Kommunikation. Setz dich wirklich hin, schreib's mal auf, und du wirst merken, wie viel klarer du dir wirst, was du überhaupt wirklich in deinem Leben willst. Und dann lass die Magie des Lebens wirken, es wird schnell gehen. Du kannst es sozusagen einfach loslassen, du musst nur noch eins tun, und da sind wir dann bei Schritt Nummer 3. Du musst rausgehen. Wenn du dich einschließt in deinem Kämmerlein, dann wird das nichts. Dann kann diese Person ja nicht zu dir kommen. Wenn du dich aber in die Umgebung begibst, in der deine Person sich wahrscheinlich aufhält, und du weißt ja nun schon, wen du willst, dann wirst du diese Person an diesen Plätzen auch finden. Oder sie kann dich finden. Sie wird dir begegnen. Es wird einen Zufall geben. Sie fällt dir zu. Kannst du damit was anfangen? Ja oder ja? Sehr gut. Und ich mache dir ein Beispiel. Ich hatte letztens selber so ein Erlebnis. Da war ein Seminarteilnehmer, der hat auch eine Partnerin gesucht und ist auf einen von unseren Workshops gekommen. Der hatte mich vorher angerufen und gefragt: Damian, wie soll ich es machen? Und dem habe ich genau diese Anleitung gegeben. Er soll sich ein genaues Bild von der Dame seiner Träume machen und der Beziehung vor allen Dingen seiner Träume, also all dem, was dazugehört. Und was passiert? Der schwarze Schwan sozusagen flatterte direkt auf dem Workshop in sein Leben hinein, und die beiden sind heute ein Pärchen. Er mag sich, er wusste ganz genau, wen er sucht, so konnte sich also die Person, die an ihm vorbeiflog, als die richtige für ihn herauskristallisieren. Und genauso wird es bei dir auch sein. Und weißt du, was das Gute daran ist? Wenn du genau weißt, was du willst, wie diese Person sein soll und wie sie mit dir umgehen soll, bist du davor geschützt,
massiv verletzt zu werden und massiv enttäuscht zu werden. Und weißt du warum? Weil du schon beim Kennenlernprozess rausfiltern kannst, wer definitiv nicht zu dir passt. Wahr oder wahr? Also, das sind die drei Schritte. Ich fasse die nochmal zusammen. Erstens, liebe dich selbst. Zweitens, mach dir ein klares Bild von dieser Partnerschaft und von der Person, die du gerne an deiner Seite haben möchtest. Drittens, geh raus, geh dahin, wo sich diese Person mit ihren Leidenschaften, mit ihren Interessen, mit ihren Hobbys aufhalten könnte. Mein Durchstarterrat also, diese drei Punkte nehmen, sie durcharbeiten, arbeite an deiner Selbstliebe, mach dir ein klares Bild, geh raus und wenn sich nichts tut, fängst du wieder oben an mit. Arbeite an deiner Selbstliebe, dann mach dir ein klares Bild, mach das Bild vielleicht noch klarer von der Person und von deiner Beziehung, die du haben möchtest und dann geh raus, zeig dich. Und du darfst Menschen übrigens auch ansprechen. Auch du als Frau übrigens darfst auch Männer ansprechen. Es gibt Männer, die finden das echt extrem cool, wenn du als Frau so selbstbewusst einfach mal auf den Mann zugehst, nur so ganz nebenbei. Und im Übrigen, jedes Nein macht die Chance auf das nächste Ja nur noch größer. Und es gibt noch einen ganz kleinen Bonus heute. Wenn du das Ganze zu krampfhaft machst, wenn du also sagst, ah, ich muss das jetzt unbedingt und jetzt soll er da sein oder jetzt soll sie sich zeigen, dann baut sich da so eine Spannung auf. Lass die Spannung los, konzentrier dich auf dich, mach dein Ding, stell dir diese Beziehung vor, den Partner vor, arbeite an dir, an deiner Energie, an deiner Selbstliebe. Denn diese Bedürftigkeit, die sich bei manchen Menschen einstellt, die unbedingt eine Beziehung haben wollen, die schwingt unbewusst in die Kommunikation mit ein. Das können andere Menschen unbewusst wahrnehmen und der Geruch der Bedürftigkeit stinkt bis zum Himmel. Geh es also locker an, vertraue dem Fluss des Lebens. Ich wünsche dir damit alles Gute. Wenn dir das hier heute gefallen hat, wenn du sagst, ja stimmt, das ist ein Mehrwert, dann schreib mir doch mal bitte einen Kommentar auf unsere Facebook-Fanpage, das würde mich freuen. Und wenn dir die Folge überhaupt gefallen hat und der Podcast gefällt, dann bewerte ihn bitte mit 5 Sternen. Schreib uns einen tollen Kommentar, was dir gut gefällt, was du dir vielleicht auch noch als neues Thema wünschst. Wir gucken uns das regelmäßig an und werden dann etwas dazu produzieren. Das war der Damian heute. Mach's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst. Dir hat die heutige Folge gefallen? Dann schenke Damian und dem Durchstarter-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und schreibe uns einen netten Kommentar. Somit kannst du außerdem am großen Podcast-Gewinnspiel teilnehmen und ein iPad sowie viele Überraschungspakete von Damian gewinnen. Weitere Informationen zum Gewinnspiel findest du jetzt unter www.damian-richter.com/podcast-gewinnspiel. Wir wünschen dir viel Glück und drücken dir die Daumen.